Aus Holz, einem Anhängerfahrgestell und handwerklichem Können formen Sie ein Holzhaus auf Rädern. Die neue Interpretation des Themas mobiles Wohnen in Holz stammt von Zimmerermeister Christian Otto aus Boppard Buchholz. Der 53-Jährige baut und vertreibt seine rollenden Wohnträume aus dem natürlichen Baumaterial unter dem Namen Hunsrücker Holzwohnwagen. Das Holzhaus auf Rädern ist nicht nur für Dauercamper eine Alternative. Die Nutzungsmöglichkeiten sind weit gestreut, sei es als privater Rückzugsort, rollendes Gästehaus oder Studentenunterkunft auf Zeit. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Zufriedene Kunden haben mich gefragt, ob wir sowas bauen können. Ich habe gefragt, was ist das? Ist es aus Holz? Es ist aus Holz, also können wir es bauen. Da haben wir uns ein bisschen umgetan im Internet. Was wird denn da so gebaut? Was gibt es schon? Und dann haben wir uns vorgenommen, das noch besser hinzukriegen. Und wenn ich mir das so angucke, denke ich mir, haben wir das ganz gut hingekriegt. Für Christian Otto und seine 10 Mitarbeiter sind die Wohnwagen nur ein Arbeitsbereich, wenn auch ein wichtiger und mit viel Potenzial. Darüber hinaus zählen alle Zimmererarbeiten zum Unternehmensprofil, wie auch die Herstellung von Freizeit- und Gartenmöbeln. Der Kunde, der ihn aufgestellt hat, ist zufrieden und soweit ich weiß, der erste Kunde, der drin gewohnt hat, da es hier vermietet wird, war wohl auch ganz glücklich da drin. Also hat sich wohlgefühlt und soweit ich weiß, ist nächstes Wochenende auch schon wieder vermietet, also kommt wohl an. Am Hunsrücker Holzwohnwagen haben die Ottos ein Jahr getüftelt, ausprobiert und entwickelt. Nun steht das erste behagliche Domizil auf dem Campingplatz Historische Mühle Vogelsang in Brodenbach an der Mosel. Der Wagen ist 2,50 Meter breit, 7 Meter lang und 2,40 Meter hoch. Eingerichtet mit einem kompletten Badezimmer, Küche, Sitzgruppe und sogar einem kleinen Ofen ist auch ein komfortables Schlafabteil im Raumwunder untergebracht. Das Vordach bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen. Mit 3,5 Tonnen Eigengewicht erfordert der Transport des Wagens natürlich ein entsprechendes Zugfahrzeug. Im Straßenverkehr lässt sich das Gespann aber völlig unkompliziert bewegen und kann so seinen Standort ganz nach Lust und Laune des Besitzers wechseln. Bietet sich ein schönes Fleckchen Erde, kann der Wohnwagen geparkt und sofort bezogen werden. Das sind Vorzüge, die auch Christian Heinz überzeugt haben. Zusammen mit seiner Ehefrau Sonja betreibt er den Campingplatz Historische Mühle Vogelsang in Brodenbach. In einem idyllischen Seitental der Mosel gelegen, können Gäste des Campingplatzes den Hunsrücker Wagen zum Wohnen und Genießen nutzen. Der Gedanke war einfach, den Leuten mal eine andere Möglichkeit zu geben, zu übernachten oder zu campen. Und nachdem es gerade in Deutschland auch das Thema Glamping auch natürlich ein Thema ist, haben wir uns einfach mal im Internet schlau gemacht oder mal einfach interessiert gesucht und sind dann auf den Trend, der momentan aus Amerika eben sehr stark Richtung Europa rüberschwappt, gestiegen. Und das war eben Tiny Houses. Das heißt, man baut sozusagen ein kleines Haus auf einen Wohnwagen oder Anhängertrailer und haben dann auch im Internet mal gesucht. Dadurch, dass wir somit die ersten sind eigentlich, war die Suche relativ kurz, weil wir schnell gemerkt haben, da gibt es gar keine Hersteller groß. Und haben aber dann halt mit dem Christian Otto, mit dem wir eigentlich was anderes geplant hatten, uns einfach mal zusammengesetzt und haben einfach mal ganz salopp gefragt, sag mal, könntest du dir vorstellen, auch sowas zu machen? Der hat dann erstmal ein bisschen interessiert geguckt und nach 2, 3 Gesprächen und ein bisschen tiefer ins Thema zu gehen, war er dann auch Feuer und Flamme und hat dann gesagt, Mensch, komm, das ist ja mal was ganz anderes. Und muss ich echt sagen, also sowohl er als auch wir waren auch bei der ganzen Sache einfach Feuer und Flamme. Und mit jedem Schritt, dem er sich dem Endziel näher war, sowohl von der Planung erstmal, als aber dann auch beim tatsächlichen Bau, wurde eben dieses Feuer und die Ungeduld eigentlich immer größer. Die ersten Gäste konnten den eben noch bei den Ottos montierten Wagen erleben und waren begeistert. Wow, also es war, weil es halt was komplett anderes ist und weil jeder erstmal davor steht und denkt sich, ah okay, ist ja gar nicht so groß und spätestens wenn sie dann die Tür aufmachen und reingehen, merken sie eigentlich erstmal, dass da ja doch richtig Platz ist. Also wie sagt man so schön, Platz ist in der kleinsten Hütte, ne? Und ich meine, wir haben hier ein komplettes Badezimmer, das definitiv mit einem Badezimmer von einem Hotelzimmer mithalten kann. Wir haben auch eigentlich die Größe von einem normalen Standard-Hotel-Doppelzimmer.
haben noch eine kleine Sitzecke und das Doppelbett. Also vom Komfort her haben wir eigentlich alles da. Und durch die Deckenhöhe und die großen Fenster, die auch nochmal mit verbaut sind, allein hier die Front auch nochmal, haben wir natürlich auch ein ganz anderes Raumklima und Raumgefühl auch wie in einem Wohnwagen nochmal mit dazu. Also die Gäste waren durch die Bank weg jetzt alle begeistert und haben sich natürlich echt gefreut, mal was ganz anderes genießen zu dürfen und vor allem auch diesen Raum sozusagen auch mal genießen zu dürfen. Christian Otto, der als selbstständiger Handwerksmeister auch ehrenamtlich aktiv ist und sich im Prüfungsausschuss für den Handwerkernachwuchs einbringt, wird sein Haus auf Rädern auch auf der nächsten Nacht der Technik vorstellen. Am 1. November Samstag, dem 4.11., lädt die Großveranstaltung der Handwerkskammer Koblenz dann wieder ein, um Technik live zu erleben. Neben zahlreichen Vorträgen, Shows und lebenden Werkstätten kann auch die Leistung der Zimmerei Otto bestaunt und besichtigt werden. Also jetzt schon mal vormerken, nach der Technik am 4. November, 14 Uhr bis Mitternacht, bei der Handwerkskammer Koblenz.